herzlich willkommen zu Renas Live. Heute habe ich ein neues Manga-Update für euch. Oder einen neuen Manga-Update für euch. Und zwar sage und schreibe schon das 11., soviel ich weiß oder mir sicher bin oder hoffe, dass ich jetzt nicht lüge. Ja, wir haben, beziehungsweise ich habe mir ein paar Mangas vor dem letzten Update schon bestellt über Amazon und endlich ist es da. Und legen wir einfach mal los. Und zwar habe ich mir Rosario and Vampire Band 1 und 2 bestellt. Wie ihr euch ja schon denken konntet, dass sie ja jetzt kommen, denn ich habe es euch schon im letzten Update verraten. Da habe ich mir 3 und 4 schon gekauft in einem Nerdshop bzw. Manga-Shop und ja, die Empfehlung kam von meinem Schatzi, denn ich wollte mal was anderes lesen. Das hier ist jetzt Action 13 Plus, hat jeweils 6,50 Euro gekostet und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, beziehungsweise wir haben auch die erste Anime-Folge geguckt, aber leider auf Japanisch mit deutschem Untertitel und ich muss sagen, Leute, ich mag es nicht zu lesen, zu gucken und überhaupt vom Ton her halt nichts zu verstehen. Ich fand es auf jeden Fall grauenvoll, aber so an sich hat mir die Folge halt sehr gut gefallen und daher werde ich es jetzt nochmal lesen. Dann kam endlich Merry Nightmare Nummer 3 raus. Ich finde das Cover mega cool, so in grün gehalten, auch hier das Seitenbooklet. Und da geht es ja, wie ihr wisst, schon um Albträume und ich mag die Reihe bisher sehr gerne. Dann habe ich sogar schon durchgelesen, obwohl gestern erst das Päckchen ankam, also innerhalb weniger Stunden. Sugar Soldier 10, das ist leider schon der letzte Band und er ist absolut süß und so süß geendet einfach, dass ich es schon sehr bedauerlich finde, dass es von dieser Reihe nichts mehr geben wird, dass sie mit dem 10. Band abgeschlossen ist. Aber dafür habe ich jetzt Hyokoi Band 7, ich hoffe einfach, dass ich es immer richtig ausspreche, auf jeden Fall den 7. Teil angefangen zu lesen. Das ist Romance 13 Plus und hat 6,95 Euro gekostet. Dann habe ich zum guter Schluss noch My Magic Fridays, ist auch sogar Band 10. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, hier unten steht es. 10. Band und da geht es so ein bisschen um eine Dreiecksbeziehung, auch sehr süß. Romance 13 Plus und hat auch eine sehr süße Farbseite, wie ich finde. Ja, also auch eine sehr tolle Reihe, apropos Farbseite. Sugar Soldier hatte auch eine sehr süße Farbseite. Und diese hier. Also ich mag diese Farbseiten absolut gerne. Ich glaube bei Merry Nightmare ist auch wieder eine, ja. Und zwar sieht die so aus. Und ich schaue mal gerade Rosario und Vampire wahrscheinlich eher weniger, denn das ist ja nicht die Erstausgabe, nee. Und bei Hyokoi gibt es leider keine Farbseiten, aber hier so eine süße Seite. Und ja, das war's leider schon wieder in meinem Manga-Update. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!